Herzlich willkommen zu Buch 4, Teil 3. Ja, heute geht es um Plasmatypen, die elektromagnetische Sphäre, Regionen des Raums und Plasmaphänomene. Plasmatypen, die elektromagnetische Sphäre. Unsere Welt ist durchdrungen von elektromagnetischen Einflüssen, die bei höheren Frequenzen ätherische Felder formen, während bei niedrigen Frequenzen das materielle Feld der Erde dominierend ist. Die Manifestation des Elektromagnetismus findet durch die Erschaffung von Feldern statt. Ähnlich den edlen Gasen in der Ionosphäre besitzen das Äther die Fähigkeit, auf diese Felder zu reagieren und durch Ionisation Licht zu erzeugen. Diese leuchtenden Reaktionen werden als Plasmaphänomene bezeichnet und sie durchziehen unsere Umgebung, begleitet von dynamischer Bewegung und regelmäßiger Periodizität. In diesem Abschnitt werden wir uns detailliert mit jedem Plasmaphänomen befassen, um ein tiefes Verständnis für den Begriff Plasma zu gewinnen. Regionen des Raums. Wie bereits im Buch 3 erklärt, gliedert sich der Raum in sublunare und superlunare Regionen. Im sublunaren Bereich sind die vier Elemente präsent, aus denen das materielle Feld besteht, ein Bereich niedriger Frequenzen. Erde und Wasser als die dichteren Elemente sind in der Mitte verankert, während Luft und Feuer sie umgeben. So ergibt sich der Hintergrund aus Erde und Wasser, während die Atmosphäre in die Homosphäre, das Element Luft betreffend, unterteilt ist, wo der Wasserkreislauf stattfindet. Oberhalb befindet sich die Heterosphäre, die auf das Element Feuer hinweist und wo der Kreislauf der Dämpfe abläuft. Der superlunare Bereich hingegen ist ätherisch, das fünfte Element der Materie sozusagen. Das ist Äther, erstreckt sich über die gesamte superlunare Region, geprägt von hohen bis hin zu höchsten Frequenzen. Wenn das Äther im nahen superlunaren Bereich oder die Edelgase und Wasserstoff im sublunaren Bereich auf das Element Feuer treffen, empfangen sie elektromagnetische Impulse. In der Folge reagieren die Moleküle des entsprechenden Elements mit Lichtemission auf diese elektromagnetischen Einflüsse. Also sowas wie die Sonne, Licht, ja, entsteht durch diese ja, elektromagnetischen Einflüsse. Und im Äther passiert genau dasselbe. So entstehen Kometen, Sternschnuppen etc. Dort ist dann aber ja, Feuer die Basis. Und ja, die Erscheinungen, Sternschnuppen, Kometen etc., sind einfach diese elektromagnetischen Vorkommnisse in den höchsten Frequenzen, also im Äther. Jedes Element in der Ionosphäre, ähnlich dem Äther, erzeugt eine unterschiedliche Leuchtkraft und manifestiert Phänomene wie Sonnenlicht, Tageslicht, Mondlicht und die Sterne im elektromagnetischen Gewölbe. Die Reaktion auf das kosmische elektromagnetische Feld variiert je nach Höhe oder Schicht jedes Elements. Dieses Feld bewegt sich vertikal von unten nach oben und umgekehrt. Plasmaphänomene. Im Wesentlichen verstehen wir unter Plasma das Phänomen der Ionisation eines komprimierten fluiden Mediums durch elektromagnetische Feldstrahlung. Dabei handelt es sich um die Reaktion der Moleküle auf elektromagnetische Strahlung innerhalb eines definierten Druck- und Temperaturbereichs. Das Plasmaphänomen kann auf unterschiedlichsten Ebenen auftreten und somit zu einer Vielzahl von Plasmatypen führen, abhängig von der Beschaffenheit des Mediums und seiner Höhe im Verhältnis zum sublunaren und superlunaren Bereich. Ja, kurz und knackig, eine kurze Übersicht über die Plasmatypen. Im nächsten Video geht es dann um den Plasmatyp Sonne, danach um den Plasmatyp Mond und dann um den Plasmatyp Sterne. Und dort wird es nochmal genauer erklärt. Im weiteren Verlauf des Buches geht es dann auch um die Verbindung zwischen Ebbe und Flut. Und politische Karten spielen auch noch eine Rolle. Kommen noch ein paar schöne Dinge auf uns zu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.